Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf WePlay Games for You. Ich bin so Ivo. Und es handelt sich dabei um Hearthstone, The Heroes of Warcraft. Dem einen oder anderen wird es schon was sagen, für die anderen werde ich gerade mal ein wenig das Ganze erläutern. Es handelt sich dabei um das neue Spiel aus dem Hause Blizzard. Ja, wer jetzt denkt, oh nein, ein neues World of Warcraft oder ähnliches, der liegt leider ganz falsch. Das handelt sich dabei nämlich um ein Trading Card Game. Ja, es befindet sich aktuell noch in der Closed Beta. Das heißt, ihr braucht einen Beta-Key. Den könnt ihr allerdings halt nur von Blizzard oder durch irgendwelche Gewinnspiele bekommen. Dementsprechend bin ich ganz glücklich, dass ich jetzt einen habe. Ich habe eben die Tutorials schon mal gemacht und bin jetzt im letzten Übungsmatch. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, kann man sich einen Helden aussuchen. Ja, man muss am Anfang, ich hatte jetzt nur den Magier, ich weiß nicht, ob das am Anfang jeder hat. Habe bisher jetzt auch nur den Magier gespielt und man muss bei dem Übungsmatch das erste Mal gegen den KI spielen, gegen eben die anderen Helden, um die Helden freizuschalten. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt den letzten Helden auch noch freischalte, machen wir das so einfach mal auf einer Aufnahme. Ich wollte schon mal so ein bisschen wenigstens die Mechaniken herausfinden, bevor ich das jetzt aufnehme. Eure Seele wird mir gehören. Ja, wir sind zuerst dran, wie wir sehen können. Das hier sind unsere Karten, die wir haben. Ist halt alles so ein bisschen aufs Warcraft-Universum zugeschnitten. Wir könnten jetzt aussuchen, ob wir die Karten behalten wollen oder nicht. Ich denke, die beiden behalten wir. Die kosten nämlich nur 2 Mana, wie man sehen kann. Diese hier 4. Bringt also am Anfang nicht ganz so viel. Die gelben sind die Angriffspunkte, die roten die HP-Punkte der jeweiligen Monster. Das Arkanexplosion ist natürlich ein Zauber. So, da haben wir jetzt die hier getauscht bekommen. Die ist natürlich wesentlich besser. Finde ich. Wir sind zuerst dran. Wir haben einen Mana-Kristall. Das heißt, wir können alle Kreaturen mit einem Mana-Punkt spielen. Das ist aktuell nur der Murloc. Mit 2-1 und das war's. Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir sehen gerade, ich bin der Magier, spiele gegen den Warlock. Jede Klasse, oder ja, jede Klasse ist es ja, hat einen eigenen Zauber. Das heißt, ich als Magier kann mit dem Feuerschlag einen Schaden verursachen und der Warlock kann eine Karte ziehen für 2 Schaden, indem er einen Aderlass macht. Also, wer den Warlock aus World of Warcraft kennt, der kennt auch den Aderlass. Das ist halt schon... Also es ist nicht nötig, dass man World of Warcraft oder Co. gespielt haben muss, aber man erinnert sich dann doch an einige Sachen. So, er hat leider nichts gespielt, oder was heißt leider, ist natürlich gut für uns, dadurch können wir ihn angreifen. Hier sehen wir die Health Points von unserem Gegner, wenn die auf 0 fallen, haben wir gewonnen. Eine Kreatur, die frisch gespielt wird, kann natürlich nicht direkt angreifen, deswegen hat es da dieses Schlafzeichen. Warum? Er spielt einen leeren Wandler. So, der hat jetzt als Spezialfähigkeit den Spott. Ist 1-3 stark. Spott bedeutet, dass wir zwingend diese Kreatur angreifen müssen und nicht den Helden angreifen können. Ja, wir können den aber ganz einfach kaputt machen mit unserem Raptor. Das klappt schon mal sehr gut. Dann können wir ihn mit dem Murloc auch angreifen. Und können jetzt sogar diesen hier spielen. Der hat die Spezialfähigkeit Ansturm. Ansturm bedeutet, dass er direkt angreifen kann, ohne einen Zug abwarten zu müssen. Das ist natürlich super gut. So, jetzt hat er unsere Kreatur getötet und selbst 2 HP bekommen. Nicht weiter schlimm, finde ich. Ich denke, wir werden jetzt unseren eigenen Spotter spielen, damit unsere kleinen Kreaturen sicher sind. Ja, man bekommt pro Runde einen neuen Mana-Kristall bis hoch zu 10 und bekommt jeden neuen Zug einmal die Kristalle aufgefüllt. So, jetzt haben wir 5 Kristalle. Kampfschrei bedeutet, dass das einmalig kommt, wenn wir ihn ins Spiel bringen. Ich denke aber allerdings, dass der hier vielleicht ein bisschen besser wäre mit seinen 7 HP. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich denke, das hier ist ein... Jetzt müssen wir mal wirklich gucken hier. Ich
denke, das ist ein ganz guter Trade. Das heißt, wir tauschen die gegen die, also weil sie sich gegenseitig töten. Und dann würde ich fast sagen, wir greifen ihn direkt an und ignorieren seine Kreatur. Fürs Erste. Ich bin bereit. Aber ich nicht. Das ist ja ein kleiner Unterschied zu anderen Kartenspielen, die man vielleicht kennt. Man kann den Helden direkt angreifen und muss nicht erst die Kreaturen zerstören. Außer es ist eben ein Spotter auf dem Feld. Jetzt haben wir hier einen Ogre gezogen, der ist 6-7 stark. Der ist natürlich wirklich übel, kostet allerdings auch 6 Mana. Das wäre unser vollständiges Mana. Ich denke, erstmal werden wir jetzt diesen hier angreifen und mit dem angreifen, um zu tauschen. Dann machen wir ihm noch 3 Schaden. So, und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Spielen wir den hier oder spielen wir den Ogre? Ich denke, wir spielen zuerst den Ogre und beenden damit unseren Zug. Jetzt das spielt die Succubus. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Wie gesagt, ich kenne das Spiel jetzt auch noch nicht. Ich habe vielleicht so 6-7 Runden bisher gespielt. Die Succubus ist ja ganz schön stark für 2 Mana mit 4-3. Er muss allerdings eine Karte von seiner Hand ablegen. Zufällige Karte. Das ist natürlich ein bisschen ein blöder Tausch. Okay, wir haben jetzt einen Feuerball gezogen, können damit 6 Schaden machen. Aber warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir können ihn sogar schon töten, indem wir mit ihm 6 Schaden machen und den Feuerball auf ihn zaubern. Und damit gewinnen wir schon unseren Match. Das war natürlich nicht sonderlich schwer. Ja, die Helden leveln, wo Match das mal spielt, auch wenn man verliert ein bisschen. Natürlich, wenn man gewinnt, umso mehr. Wir sind jetzt Stufe 10 geworden mit dem Magier. Wie gesagt, das ist auch das Einzige, was ich bisher gespielt habe. Kriegen dafür jetzt ein Profi-Päckchen. Dafür, dass wir die Klasse auf Stufe 10 gebracht haben. Das ist natürlich cool. Und wir bekommen 100 Gold. Dafür, dass wir jeden Helden freigeschaltet haben, okay? So, jetzt kriegen wir hier noch den Hexenmeister als Auswahl. Ihr habt alle Basiskarten dieser Klasse erhalten. Von nun an benötigt ihr Profi-Packungen, um euer Deck zu verbessern. Ja, jedes Level, das man bei dem bei den jeweiligen Klassen macht, bekommt man Karten geschenkt, die man natürlich in sein Deck bauen kann. Das heißt, ihr habt Gegner der Profi-Stufe freigeschaltet. Aber okay. Vorsicht, die haben's drauf. Die haben's drauf. Also ich muss ja sagen, ich finde die Sprachausgabe wirklich sehr, sehr gelungen. Wir gehen jetzt hier mal zurück. Um nochmal ein bisschen so zu schauen, was es denn noch gibt. Ich würde als erstes sagen, wir machen mal einfach unser Päckchen auf. Das ist doch schon mal ganz cool, ne? Finde ich. So, jetzt können wir hier mal gucken. Der hier hat eine blaue Umrandung, das heißt, es ist eine Rare-Karte. Es gibt natürlich unterschiedliche Stufen, was die Seltenheit angeht. Das erkennt man einfach hier an diesem Kristall. Das heißt, das hier sind ganz normale, ja, ganz normale Common-Karten, also häufig vorkommende. Das hier ist dann schon eine seltenere. Wir sehen hier unten drunter, für welche Klasse das Ganze bestimmt ist. Das ist halt für Schamane, Priester. Das hier können jeder benutzen. Das heißt, es gibt auch neutrale Karten, was natürlich sehr sinnvoll ist. Dann, es gibt natürlich nicht nur Rare-Karten, sondern es gibt auch noch Epic und Legendary. Legendary sind im Moment die seltensten. Ja, nehmen wir die Karten mal in unser Deck auf. Hier könnt ihr euch ein eigenes Deck mit euren Lieblingskarten zusammenstellen. Ja, damit ist auch schon mal beantwortet worden, ob man auch ein eigenes Deck zusammenstellen kann. Natürlich ist das möglich. Hier sieht man aktuell alle Karten, die wir ja, besitzen. Sind halt so ein paar Standardkarten. Wie gesagt, ich habe jetzt bis auf dieses eine Päckchen noch gar nichts aufgemacht. Was gibt's noch zu sagen? Klar, man kann hier ganz normal ranglistenmäßig spielen gegen andere Gegner. Das ist natürlich schon ganz cool. Oder worauf ich es am meisten abgesehen habe, ist die Arena. Da muss man allerdings sagen, Achso, das erste Mal ist sogar umsonst. Das ist ja sehr geil. Ich wollte eigentlich ja gerade erklären, dass die Arena entweder 1,99 Euro, ist es glaube ich, kostet. Oder 150 Gold. Gold kann man halt erspielen. Das Geld ist natürlich echtes Geld. Damit komme ich auch zu meiner nächsten Erklärung. Das Ganze wird, wenn es rauskommt, free to play sein.
allerdings mit einem Ingame-Shop. Was ich so bisher sagen kann, ist der Ingame-Shop dann aber nicht so... Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt das typische Item-Shop, wo man sagen kann, dass wenn man viel zahlt, auch zwangsweise gewinnt. Irgendwo natürlich schon so, aber man kann auch alles ohne Geld erspielen. Also da sollte man sich jetzt nicht zu große Gedanken machen. Ja. Bevor wir das jetzt hier aber machen, gucken wir uns gerade noch mal ein bisschen hier den die Karten an, würde ich sagen. Weil gucken wir einfach mal in den Shop, wenn ich von dem eben schon geredet habe. Man könnte also auch hier diese Päckchen kaufen. Man kann die wohl auch für, also man kann sie natürlich auch für Gold kaufen. Ich könnte jetzt ein Päckchen kaufen oder eben ja, Päckchen für Geld. 40 Päckchen kosten 45 Euro, ist natürlich doch eine ganze Menge, hat aber halt dann dementsprechend ganz schön viele Karten direkt von Anfang an. Ja, ich denke, das war dann auch erstmal so im Großen und Ganzen alles, was ich erklären wollte. Ich weiß nicht, ich werde natürlich in der nächsten Zeit öfter mal eine Folge machen. Ich denke, die nächste wird dann auch in Richtung Arena gehen. Denke, das ist dann auch sehr interessant. Fürs Erste würde ich aber sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss. Ich würde mich sehr, sehr über Comments und so weiter freuen. Einfach auch, um herauszufinden, ob euch das gefällt und ob sich das, ja, ob ich das weiterführen soll und so weiter. Wirklich bin ich sehr auf euer Feedback auch angewiesen. Ich hoffe, da kommt einiges. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.